Okay, dafür schmeiße ich nicht mal meinen Gimbal an. Ich habe mir mal das zweite Thema rausgesucht von dem Herrn Skinner, heißt der, wo, glaube ich, wie der eine dabei in den X-Files. Und jetzt mache ich noch mal ein bisschen lauter und dann hören wir mal, was er hier noch so zu sagen hat, das Thema Now, hier. whether or not 10,000 hours is, in our Zen context, a genuine sort of guide for that sort of level of mastery, nevertheless, thinking about the time and the energy that we bring to our practice, I think is very, very worthwhile. And even possibly tracking. I'm a big advocate of using a meditation diary to actually track what you're doing. So let's think how this could be sustainable in a normal life. Also, da hat er mich verloren. Also es hat nicht viel Sinn, sich noch weiter mit ihm zu beschäftigen. Er hat zwar gesagt, ob jetzt die 10.000-Stunden-Marke beim Meditieren so die Marke sei, das ist ja noch die Frage, aber er rät jetzt dazu, sich das genau klarzumachen, wie viele Stunden man sitzt. Und wenn man eine Stunde am Tag sitzen würde, würde man wohl 30 Jahre brauchen, um das zu erreichen. Und die Frage, hier sitzt ja, heißt, die ihm gestellt wurde, wie viele Stunden der Praxis braucht ein Meister? Und hier merkt man, dass er doch bei den Soto-Leuten gewesen sein muss, denn er macht den Kardinalfehler, die Praxis mit Sitzen gleichzusetzen, und das auch noch auf diese 10-Stunden-Basis zu bringen, ist verrückt. Stellt euch einfach mal vor, jemand macht irgendwas Körperliches, und das ist es ja, eine Sitzhaltung erstmal, über einen langen Zeitraum, dann wird er die schon beherrschen und dann wird er auch nicht mehr rumwackeln, wie so einer, der auch mal in Antachi war, in Australien lehrt, meinte, ich kann das sehen, ne? Auf den Videos, wer hier wackelt, der denkt zu viel, ne? Und er wackelt nicht. Ja gut, wenn du jeden Tag auf einem Bein stehst, wie ich das morgens in der Regel mache, ne? Soll gesund sein, dann kannst du irgendwann länger auf einem Bein stehen, ohne zu wackeln. Und das heißt noch gar nichts. Und was in diesen Schädel vorgeht, in diesen 10.000 Stunden, das wissen wir nicht. Es ist vollkommen absurd, so die Zen-Praxis zu verstehen. Das erleuchtet jetzt hoffentlich jedem ein. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Es ist eine Katastrophe, das so gleichzusetzen. Und damit ist, glaube ich, der Kanal auch schon wieder gestorben für mich. Macht's gut.